Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starte ich ungeschminkt, es ist noch früh am Morgen, denn heute kommt endlich das lang angefragte Video What I Eat in a Day. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal durch meinen Tag. Meine Morgenroutine kennt ihr ja schon, deswegen werde ich jetzt da nicht so stark drauf eingehen. Aber ich werde euch zeigen, was ich den ganzen Tag so esse. Ihr wisst ja, meine Ernährung ist anti-entzündlich und das versuche ich wirklich so 80% anti-entzündlich, 20% Schlemmen durchzuziehen. Und ja, ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer. Und falls ihr auch Lust habt, eure Ernährung umzustellen, mein Kochbuch erscheint im Herbst. Also es dauert gar nicht mehr so lange, ich bin mega gespannt und hoffe von Herzen, dass es vielen von euch auch hilft. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefällt, Däumchen nach oben. Ich habe mir jetzt hier schon wie jeden Morgen eine Kanne Tee hergerichtet, den Rest einfach in die Thermoskanne geschüttet, dass ich den ganzen Tag warmen Tee habe. Der Rest passt nur mal rein. Und genau, das mache ich wirklich immer. Da ist jetzt drinnen, sehr interessant für alle mit Histaminintoleranz. Und zwar hier einmal Pfefferminztee, den habe ich bei DM gekauft. Und dann noch Tulsikraut, denn Tulsikraut hat wirklich ganz, ganz viele tolle Wirkstoffe bzw. Eigenschaften. So schaut der Tee aus, ist quasi ein loser Tee und der soll Histamin ganz schnell abbauen oder versuchen einfach Histamin aus dem Körper zu schwemmen. Hat übrigens auch noch ganz, ganz viele andere tolle Eigenschaften, wie es soll sogar hautverjüngend sein, entzündungshemmend, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich werde euch mal so diese ganzen Eigenschaften von diesem Tee, die unterstützend wirken sollen, mal hinschreiben, wirklich sehr interessant. Ich kann euch den mal gerne unten in der Infobox verlinken und der schmeckt überraschenderweise sehr, sehr lecker. Der hat sowas Pfeffriges, bisschen Zimt, keine Ahnung, kann das schwer beschreiben, aber der schmeckt echt lecker, wieder erwarten. Denn ich habe nämlich so den Verdacht, eine kleine Histaminintoleranz zu haben. Wie weit die ausgeprägt ist, das weiß ich jetzt noch nicht und ob überhaupt, aber ich habe so den Verdacht, weil Tomaten und Zitronen gingen wirklich überhaupt gar nicht. Und ja, andere Sachen, so wie Käse oder sowas, esse ich ja nicht durch meine anti-entzündliche Ernährung. Von daher brauche ich jetzt da nicht schauen. Und dann bereite ich mir immer gleich meinen AG1 her. Das ist quasi so meine Morgenroutine, die sich jetzt richtig eingebürgert hat. AG1 kennt ihr ja bestimmt schon, habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Wer AG1 noch nicht kennt, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus 75 verschiedenen hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Botanicals, Mineralstoffe, Bakterienkulturen. Und ich habe mir jetzt hier schon 300 ml Wasser hergerichtet und gebe einfach einen solchen Löffel in das Wasser rein. Das richte ich mir jeden Morgen her. Das ist schon eine richtig tolle Routine geworden. Und was mir bei der anti-entzündlichen Ernährung sehr, sehr wichtig ist, was AG1 erfüllt, die Inhaltsstoffe sind aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe, die da drinnen sind, haben eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, der Körper kann es richtig gut aufnehmen und in flüssiger Form ist es nur mehr besser, weil der Körper Flüssigkeiten einfach wahnsinnig schnell aufnehmen kann in den Blutkreislauf. Und für alle, die sich denken, dass es nicht appetitlich ausschaut, ich kann euch beruhigen, das schmeckt wirklich lecker. Also für mich hat das eher einen Geschmack wie Banane, Ananas, also eher fruchtig, also nichts irgendwie grün oder so. Ich mag den Geschmack total gerne. Ich trinke das meistens auch auf einen Sitz aus oder wenn ich zur Arbeit gehe oder zum Einkaufen fahre, nehme ich es einfach mit. Super, super praktisch, deswegen mag ich es so gerne. Und was mir persönlich auch wichtig ist, dass ich nicht 1000 Sachen auf einmal nehmen muss, sondern dass es in einem Getränk drinnen ist. Und da habe ich einfach schon mit vieles abgedeckt. AG1 wird unter höchster Qualität, unter strengsten Normen hergestellt. Also da könnt ihr euch wirklich sicher sein. Und die haben jetzt natürlich auch noch zu den Inhaltsstoffen ganz tolle hochwertige Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel fürs Immunsystem Kupfer, Folat, Zink, Selen, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C. Und was natürlich einen extremen Effekt hat, ist auf Haut, Haare und Nägel eben auch durch Zink, Biotin und ist auch super fürs Bindegewebe. Ihr seht es selber, meine Haare sind wirklich sehr, sehr dick und fest und auch meine Nägel wirklich ganz, ganz, ja, also es sind meine Naturnägel, da ist jetzt nichts drauf und die sind wirklich sehr, sehr lang für meine Verhältnisse. Riboflavin ist drinnen für die Muskelerholung und was ganz, ganz toll ist und normalerweise sehr, sehr teuer, ist es Reishi drinnen. Reishi ist ein Vitalpilz, der ganz viele tolle Eigenschaften hat. Ihr könnt es da gerne mal nachgoogeln, also das ist jetzt alles zum Erklären, wäre einfach zu viel für das Video. Aber ich kann euch wirklich AG1 ans Herz legen, es schmeckt super, es ja, lasst mich einfach fit in den Tag starten, ihr habt so viele Sachen in einem. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man AG1 erwerben kann. Also ihr könnt natürlich die Packungen einzeln kaufen.
kann es aber ein bisschen teurer. Oder ihr könnt ein Abonnement abschließen. Aber es ist jetzt ein ganz simples Abonnement. Das heißt, ihr könnt es jedes Monat auch passieren und müsst natürlich nicht dafür zahlen. Also ganz egal, wenn ihr sagt, ihr möchtet jedes Monat eine Packung, bekommt es frei Haus geliefert. Oder wenn ihr sagt, nein, ich brauche jetzt die nächsten zwei Monate mit nichts, ich möchte mir passieren, ist es auch in Ordnung. Ihr seid dazu nichts verpflichtet. Und wenn ihr jetzt unten in der Infobox auf den Link klickt, dann habe ich nur für euch, nur für meine YouTube-Community, einen richtig krassen Deal. Und zwar bekommt ihr beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs gratis mit dazu. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Das ist echt der Hammer. So, es ist 11.15 Uhr. Meine Tochter kommt jetzt dann gleich von der Schule nach Hause und bereite schon mal das Frühstück jetzt vor. Also für mich ist Frühstück, für sie ist jetzt Mittagessen. Bei mir gibt es heute Dinkelgrießbrei, aber mit Pflanzenmilch. Schmeckt so lecker. Das ist ein Cookie-Doo-Rezept. Ich habe aber in meinem Kochbuch ganz viele tolle Frühstücksideen, die werdet ihr lieben. Ich möchte aber nicht zu viele vorne wegnehmen, ihr werdet heute ein Rezept aus meinem Kochbuch Ena sehen. Und genau, das mache ich jetzt und ich zeige euch dann das Ergebnis, das schmeckt einfach so gut. Mein heutiges Frühstück, so schaut es aus. Also ich weiß, es schaut jetzt vielleicht nicht so verführerisch aus, aber es schmeckt einfach so lecker. Schaut sich das mal an, dieses Kirschkompott. Ich mache das natürlich ohne Zucker, ohne Milchprodukte und schmeckt einfach super. Genau, dazu gibt es meinen Tulsi-Tee mit Pfefferminz und das lasse ich mir jetzt schmecken. Weil mittlerweile ist es schon 11.50 Uhr und jetzt habe ich echt Hunger. So, wir haben es jetzt 17.20 Uhr. Und ich habe tatsächlich den ganzen Tag sonst nichts mehr gegessen. Ich muss aber auch sagen, dass die Bittertropfen, die habe ich euch vergessen zu zeigen, die habe ich nur mal zum Frühstück bzw. auch zu meinem Mittagessen und da habe ich keinen Hunger. Ich habe da irgendwie auch keinen Heißhunger auf Süßes. Und ja, jetzt bereite ich Abendessen vor. Bei mir gibt es heute Reis und Gemüse. Ich habe einen ganz tollen Tipp für euch, für einen Snack zwischendurch. Der kommt am Freitag, also wenn das Video online geht. Dann kommt auch ein Reel online zu diesem Snack, genau, also auf Instagram. Folgt mir da gerne, der heißt ja übrigens auch Juicy Beauty. Link werde ich euch in die Infobox mal einfügen. Genau, da findet ihr jeden Freitag ein neues Reel zum Food Friday. Wobei ich den letzten Freitag nichts online gestellt habe, weil das Kochbuch mich doch ganz schön fordert. Auf alle Fälle werde ich mir jetzt mal ans Gemüseschnippel machen und werde euch dann zeigen, was ich so esse. Und dann habe ich noch einen Snack für euch. Den habe ich gestern gemacht und das ist einfach so lecker. Der kommt ins Kochbuch. Und vielleicht werde ich da später noch was naschen. Aber wie gesagt, jetzt werde ich erstmal Abendessen vorbereiten. Das Essen ist serviert und es schaut so lecker aus und geht super schnell, schmeckt super, macht lange satt, ist gesund. Also ich mag es total gerne. Wir essen auch heute draußen, weil wir so schönes Wetter haben. Genau, dazu gibt es immer meinen Tee, den trinke ich ja den ganzen Tag. Meine Tochter kriegt eine Tomatensuppe mit Macaroni, weil die mein Gericht nicht mag. Wir sind halt zu zweit. Ich muss ja wirklich gestehen, dass Essen bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Bei uns wird auch, soweit es geht, immer zusammengegessen und auf hochwertige Lebensmittel geschaut, also Bioqualität, regional. Das ist mir einfach wichtig. Jetzt ist 18 Uhr. Und jetzt ist man pünktlich wie die Maurer. So, und den Rest bekommen dann unsere Hühner. Die stehen eh schon parat. Ja, hallo Kinder. Ihr seid ja auch da. Zum Essen kommt es auch, gell? Hallo. Ja, hallo. Ui, einer nach dem anderen kommt. Fessi, Fessi. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh je, Mini. Langsam. So, und wir haben dann hier unser Gewächshaus. Und hier nochmal draußen auch noch ganz viele Beete. Das werde ich jetzt dann noch schnell gießen. Ganz viele Tomaten, Gurken und so weiter. Draußen haben wir noch Zucchini. Hier haben wir noch Weintrauben, verschiedene Kräuter. Genau, das sind unsere Zucchini. Das sind auch so viele dran.
Wahnsinn. Genau, da geht es noch weiter. Und da vorne haben wir auch noch ganz, ganz viel. Und am Haus haben wir hier Oliven. Und schaut euch mal das an. Schwarze Tomaten. Wie das ausschaut, irgendwie total ungewohnt. Genau, ganz viele Tomaten haben wir, die ich leider ja nicht so essen kann. Und hier haben wir dieses Jahr ganz viele Oliven. Oh, ich bin schon so gespannt. Die haben wir mir damals von Kroatien selber gekauft, die Pflanzen. Und dieses Jahr trank es schon Oliven. Und jetzt gönne ich mir noch einen leckeren Kuchen. Schaut mal, wie lecker der ausschaut. Oh, das ist ein Streuselkuchen mit Johannisbeeren und der kommt ins Kochbuch. Der schmeckt so lecker. Der ist natürlich zuckerfrei, ohne Milchprodukte. Dafür mit Marzipan und also der ist wirklich perfekt geworden. Den habe ich wirklich perfektioniert. Eigenlob stinkt, aber der schmeckt unglaublich gut. Genau, also der kommt auch ins Kochbuch und den lasse ich mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, dann sind wir schon am Ende angelangt von meinem Video. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen inspirieren können, einen kleinen Einblick in meinen Alltag gewähren können, was ich so den ganzen Tag esse. Also ich esse ja generell nicht so übermäßig. Und falls ihr Lust habt, dann könnt ihr ja ab Herbst mein Kochbuch kaufen, antientzündlich. Und ihr seht, es ist alles andere als langweilig. Das sind wirklich leckere, schmackhafte Gerichte dabei. Man muss auf nichts verzichten. Gibt einfach so ein paar Tipps und Tricks, die man beachten soll. Und dann kann man die leckersten Gerichte einfach gesund machen. Ich hätte jetzt eine riesen Bitte an euch. Und zwar schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr morgens so esst. Also ob ihr Team Müsli seid oder Brot oder was ihr morgens so esst. Das würde mich wirklich sehr, sehr brennend interessieren, weil vielleicht habe ich dann das ein oder andere Projekt noch in Planung. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mir natürlich kostenlos abonnieren, die Glocke oben rechts aktivieren und dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes sommerliches Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!